Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich bin Anne Freiberger und maturiere dieses Jahr an der neuen Schule Grenzen. Im Zuge meiner VBA habe ich die Flucht einer jüdischen Kinder- und Jugendgruppe im Zweiten Weltkrieg beschrieben. Mir persönlich ist ein wertschätzender Umgang von allen Menschen untereinander sehr wichtig. Das beginnt beim Miteinander von Schülern und Schülerinnen und endet beim Umgang von Andersdenkenden, egal ob das jetzt politisch, religiös oder auch kulturell bedingt ist. Besonders berührt es mich, wenn die Schwächsten unserer Gesellschaft, also Kinder, von Ausgrenzung und Verfolgung betroffen sind. Da ich ein geschichtlich sehr interessierter Mensch bin, wollte ich ein Thema finden, das beide Aspekte kombiniert. Während meiner Recherche bin ich auf den Film von der Agnes Pluch, Die Kinder der Villa Emma, gestoßen, den ich dann auch zum VBA-Thema gewählt habe, also die Geschichte davon. Der Auslöser, wieso ich genau diese Geschichte genommen habe, war, weil mich diese Aufopferung und auch Hingabe der Betreuer und Betreuerinnen persönlich so berührt hat. Diese haben alles aufs Spiel gesetzt und ihr Leben riskiert, nur um diesen eigentlich fremden Kindern zu helfen. Um diese Helden und Heldinnen vor Entformung zu holen, ihre Geschichte zu verbreiten und auch den Vergessen entgegenzuwirken, ist sie persönlich sehr wichtig. Um jetzt auch mit den Worten von einem der Betreuer zu enden: Verflucht sei eine Welt, in der Kinder weinen müssen.